Herzlich willkommen in Evis glutenfreier Küche. Heute machen wir zusammen einen Nudelsalat, einen glutenfreien. Wir haben ein paar frische Zutaten, wir haben ein paar Zutaten aus der Dose, damit es ein bisschen schneller geht, beziehungsweise aus dem Tiefkühlschrank. Wir haben hier Mais-Tiefkühlerbsen noch im gefrorenen Zustand. Dann haben wir hier Thunfisch, die glutenfreien Nudeln, wie gesagt, ein paar frische Gurken und meine Lieblingszwiebel, die rote Zwiebel. Lasst uns beginnen, und zwar fangen wir mit dem Dressing an. Also für das Dressing mache ich so eine Grundsoße wie eine Mayonnaise auf die Art. Wer jetzt im Sommer sich das nicht traut bezüglich der Salmonellengefahr oder vielleicht auch schwanger ist, da empfiehlt es sich einfach eine normale Mayonnaise, eine herkömmliche industrielle zu verwenden. Aber wir machen, wie gesagt, unser Dressing selber. Wir nehmen dafür ein ganzes Ei. Dann habe ich hier einen Senf, der kommt auch gleich dazu. Die genaue Rezeptangabe für dieses Rezept findet ihr wie gewohnt unten in der Videobeschreibung. Das haben wir schon, dann tun wir das gleich ein bisschen pfeffern, ein bisschen salzen. Und dann brauchen wir schon unseren Pürierstab. Und wenn wir das einmal kurz aufschlagen, wenn sich das jetzt schon gut vermengt hat, tun wir nach und nach ein neutrales Pflanzenöl dazu. Also fangt es mit ein bisschen an und probiert es euch aus. Nächster Schuss. Wenn sich das jetzt wirklich gut vermengt hat, können wir einen Zitronensaft dazu tun. Das ist der Saft einer halben Zitrone für unsere Säure. Und wenn wir das geschafft haben, geben wir unseren weißen Balsamico-Essig dazu. Sehr gut, den Schritt haben wir erledigt. Für unser Dressing brauchen wir allerdings noch Schnittlauch und ein bisschen Chili, wer es scharf mag. So. Ich habe das große Glück, in meinem Garten einen Schnittlauch zu haben. Wer das nicht hat, gibt es Gott sei Dank auch schon beim Discounter frisch zu kaufen. So. Perfekt. Der darf dann auch schon hinein in unser Dressing. Und wer es bis jetzt noch nicht getan hat, ihr seht, so rot wie diese Chili, da unten ist dieser Abo-Button. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet. Dankeschön. So, jetzt testen wir mal, wie scharf die Chili ist. Die ist auch aus dem Garten. Deshalb kann ich nicht sagen, was das für eine ist. Ah ja. Die kann. Also da werde ich weniger hineintun. So, und die auch noch einmal ganz fein schneiden. Ich lasse jetzt die Kerne da noch drin. Ich weiß, gibt noch einmal einen extra Kick an Schärfe. Die, die meinen Kanal schon abonniert haben, wissen, ich mag das gerne. So, sehr gut. Und auch hinein. Perfekt. Das Ganze können wir jetzt dann noch einmal umrühren und das jetzt gleich abschmecken. Ein bisschen Salz fehlt mir noch. Beim Würzen, eben wie gesagt, das Finalwürzen würde ich euch empfehlen, dass ihr es wirklich zum Schluss macht. Ihr diesen Salat mitnehmen möchtet, vielleicht fürs Büro oder für die Arbeit eben, dann das Dressing nicht gleich in den Nudelsalat geben. Dann bleibt euch das Gemüse, das frische Gemüse noch knackig. So, zur Seite. So, da haben wir schon wunderbare glutenfreie Nudeln. Ich werde euch verlinken, welche Firma das hergestellt hat. Dann, wie gesagt, unser Gemüse. Ich tue deshalb die noch nicht aufgetauten oder halb aufgetauten Erbsen dazu.
damit der schön, wirklich schön runterkühlen kann, der Salat. Dann haben wir gleich unsere Gurken. Wenn ihr unliebsame Kollegen habt, dann nehmt noch Zwiebel. Scherz. Oder tolerante Kollegen. Und der Thunfisch. Und ihr seht schon, das ist eine wirklich wunderbar große Schüssel. Da haben mehr Personen Freude daran. Wir werden jetzt gleich unsere Soße drüber tun, weil ich habe jetzt die Gelegenheit, den nämlich gleich zu essen. Mmh. Gut durchrühren. Schaut euch das an. Hm? Ein Farbenspiel, ein Hochgenuss. Ja, und dann wären wir eigentlich schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Ihr habt es gesehen, das ist wirklich schnell zubereitet. Es schmeckt fantastisch. Ihr könnt natürlich jenstes Gemüse nehmen, das ihr vielleicht noch im Kühlschrank habt, aber das eignet sich hervorragend zur Resteverwertung. Wir sehen einander wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis bald. Tschüss.